Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. In diesem Video trage ich alle eure Ideen zusammen, was ihr euch an Season 5 an Änderungen wünscht, Verbesserungsvorschläge oder allgemein an Apex Legends. Es muss ja nicht unbedingt Season 5 sein. Vor 4 Tagen habe ich dazu aufgerufen, schickt mir eure Ideen. Es sind fast 150 Kommentare zusammengekommen. Da sind einige Sachen dabei, die sehr, sehr geil und kreativ sind. Es sind natürlich auch Sachen dabei, auf die gehe ich nicht ein, weil sie einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, gut genug sind, aber einfach nicht sinnvoll umzusetzen sind. Und deswegen zum Beispiel einfach, es hat sich jemand gewünscht, ich nenne den Namen nicht, es wäre cool, wenn man auf der Konsole mit Maus und Tastatur spielt. Sorry, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Es gibt so viele ehrliche Spieler, es gibt auf PC genug Cheater. Selbst auf der PlayStation gibt es genug Idioten, muss ich einfach so sagen, die cheaten und den ehrlichen Spieler mit einem Controller in der Hand das Game versauen. Und sowas gehört hier einfach nicht rein und deswegen erwähne ich sowas auch nicht weiter, als dass ich diesen Wunsch verneine, überhaupt zu sagen, bitte Maus und Tastatur, das ist der absolute Dreck. Spielt auf PC, wenn ihr da unbedingt Bock habt, oder spielt Tetris, Little Big Planet, wenn ihr einfach nicht gut genug seid, mit dem Controller umzugehen. Das dazu, ich komme jetzt zu euren Ideen. Ich würde mich natürlich, wie gesagt, freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, weil es wirklich geil ist. Ich habe auch von The Space Cat schon eine Idee mit übernommen und auch von Old McMorris, den kennen die meisten von euch. Da sind ein paar coole Sachen auf jeden Fall dabei. Gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß mit euren und natürlich auch einigen Ideen von mir mit ausgeschmückt. Viel Spaß. Ich starte als allererstes mit einer Sache, die sehr, sehr wenig kurioserweise genannt wurde, aber für alle Spieler wahrscheinlich, alle Casual Gamer wie mich zum Beispiel, die ein mittelmäßiges Skill-Level haben, eigentlich am wichtigsten ist, und zwar das Skill-Based Matchmaking und auch das Ranking-System. Ich finde, beide Sachen sind geil, auch das Matchmaking sollte im Spiel bleiben und nicht komplett deaktiviert werden, es soll aber überarbeitet werden. Skill-Based Matchmaking heißt ja nichts anderes als Fähigkeiten basierendes Matchmaking. Du kommst mit Leuten in eine Lobby, die ungefähr deinem Niveau entsprechen. Dass das in der Realität deutlich anders aussieht, wie oft Predator-Spieler, 20 Bombs, 4000er Kill-Badge und so weiter, das kann nicht Sinn der Sache sein. Deswegen hoffe ich hier und auch viele von euch, dass das endlich mal vernünftig überarbeitet wird. Punkt 1. Ranked, eine ganz wichtige Sache. Ich bin der Meinung, dass das so überarbeitet werden sollte, dass es weder in einem Split noch in einer neuen Season ein Downrank von 1,5 Stufen geben sollte. Warum? Es gibt vielleicht Spieler, die zocken mal 1 oder 2 Seasons hintereinander einfach kein Rank, weil sie keinen Bock haben oder Predator waren und wollten sich bewusst ein bisschen zurückstufen, sind dann vielleicht in Season 5, 6, weiß der Geier was, Silber oder Bronze absichtlich. So, und du als Casual Gamer hast Bock, ein bisschen Ranked zu spielen und dann hast du natürlich auch, ich habe jetzt im letzten Split oder in der ganzen Season 4 fast kein Ranked gespielt. Ich war Silber 2, glaube ich, und ich hatte so viele Diamond- und Predator-Spieler in den Lobbys und auch viele von euch, und das ist einfach für mich absolut sinnlos. Und deswegen würde ich eine komplette Überarbeitung geil finden, dass man nicht downgerankt wird, sondern wenn ich zum Beispiel irgendwann mal, wie in so einem Bundesliga-System, ich habe vielleicht Predator erreicht, wie auf allen anderen Plattformen, gibt es maximal 500 Predator-Spieler. Diamant von mir aus eben nur 5000 auf jeder Plattform. Dann würde ich sagen, was weiß ich, Platin, 10.000 und so weiter. Und wenn du dich irgendwo da in dem Niveau über Monate befindest und nicht zockst und vielleicht aber deinen Rang Diamant oder Platin oder sonst was hältst, bleibst du eben so lange, bis genug Spieler dich punktemäßig überholt haben. So würde ich es zum Beispiel als kleine Verbesserung geil finden. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten. Crossplay wünschen sich so verdammt viele. Finde ich an sich eine geile Idee. Ich bin aber der Meinung, große Veränderungen, die das Spiel so mega verändern, bitte erst, wenn das Spiel stabil läuft. Natürlich ist auch der Wunsch nach stabileren Servern, einer höheren Tickrate für die Server ganz groß. Ein bugfreies Spiel wurde auch genannt. Na, was soll ich jetzt sagen? Natürlich wäre das geil, wird in der Realität aber nicht umsetzbar sein. Ich wäre übrigens für Crossplay nur zwischen den Konsolen. Konsole PC ist für mich eine schwierige Sache. Was sollst du bitte für ein Aim Assist auf dem Controller haben, damit du auf Maus und Tastatur oder dass du da gleichwertiger Gegner sein könntest? Viele wünschen sich übrigens, dass ich mal mit der Space Cat Show zocke. Ich hätte eigentlich wirklich Bock, aber er spielt nur mal PC und nicht auf PlayStation.
wird, denke ich, so schnell nicht umgesetzt. Vielleicht kommt es irgendwann. Und wenn es umgesetzt wird, würde ich es auf jeden Fall geil finden, wenn es alle Plattformen betrifft, dass man es wenigstens deaktivieren kann, wenn man keinen Bock auf PC-Spieler hat und vielleicht nur mit Xbox-Spielern zusammen connecten will. Als nächstes wurde auch von einigen die Levelgrenze genannt. Das wäre natürlich geil, dass irgendwann mal es von Level 500 auf, ich sag mal, 750 oder Level 1000 angehoben wird. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis diese Änderung umgesetzt wird. Ich glaube aber nicht in Season 5. Und natürlich wäre es auch geil, dass man wieder dann ein paar mehr Packs freischaltet. Als nächstes auch eine geile Idee. Custom Games. Gibt es auf PC, soweit ich das weiß, schon eine Weile. Ich weiß gar nicht, wie lange. Zu Deutsch, ihr könnt euch eine eigene Lobby erstellen, wo ihr, ich glaube, 60 Leute tatsächlich für eine Lobby einladen könnt und können dann da starten. Das fehlt auf Xbox und PlayStation gänzlich. Wäre mal eine geile Sache. Viele fragen in meinen Livestreams noch immer, Abo zocken. Ich verneine das, weil ich immer nur noch mit Kanalmitgliedern spiele, weil das einfach eine geringere Anzahl an Mitspielern ist und ich das handeln kann. Aber wie geil wäre das, wenn man einfach eine Custom-Lobby eröffnet mit all seinen Abonnenten natürlich nicht, aber wenn man, ich sag mal, für ein zukünftiges Abo zocken 180 Anfragen hat, ist das schwierig umzusetzen und das war in der Realität einfach mal so. So könnte man eine Runde starten, 60 Leute in die Lobby, dann startest du eine Runde, spielst, was weiß ich, eine Stunde, zwei Stunden mit den 60 Leuten, danach sind die nächsten dran. So könnte man ein Abo zocken natürlich richtig, richtig geil handeln. Das zu der Idee. Ich muss natürlich alles ablesen. Ich habe hier ein A4-Blatt doppelt beschrieben mit euren Ideen. Und ja, ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass ihr dran bleibt. Viele wünschen sich einen Wraith-Nerf. Ich spreche jetzt allgemein mal von allen Legenden. Viele Legenden sind entweder ein bisschen OP, wie der Gibraltar mit seinem Schild und hin und her. Ich finde immer noch, dass er zu stark ist. Hier und da gibt es nochmal in einem neuen Split, in einem neuen Event, neue Season, immer mal Buffs und Nerfs, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben. Aber bei Wraith muss ich tatsächlich sagen, seitdem sie genervt wurde und sie sich nicht mehr schneller in ihrer Unsichtbarkeit, während sie auch das Portal macht, schneller bewegt, ist sie viel leichter zu holen und man merkt auch spürbar, dass sie seltener gespielt wird. Deswegen, ich würde es gar nicht so schlecht finden, wenn der Nerf wieder rückgängig gemacht wird. Ja, allgemeine Buffs und Nerfs habe ich erzählt. Mirage Buff wurde auch sehr, sehr häufig genannt. Es kommt eine komplette Überarbeitung von Mirage, wer das noch nicht weiß, zum Start von Season 5 schon. Wie genau das aussieht, weiß ich nicht. Es hieß nur, es soll kein Buff sein, sondern eine Überarbeitung seiner Fähigkeiten. Ja, es könnte aber im Endeffekt doch ein Buff sein, wenn die Unsichtbarkeit scheiße ist, nur 5 Sekunden hält. Die überarbeiten das so, dass es aber einfach mal im Vergleich deutlich krasser ist. Dann ist es für mich wahrscheinlich wie ein Buff. Wir werden es sehen. Halt euch natürlich auf dem Laufenden, völlig logisch. Was habe ich noch? Das ist eine geile Idee und da muss ich einfach mal seinen Namen nennen. Moment, den habe ich nämlich hier zweimal erwähnt und zwar ist das Gene Drug Stories. Du hattest ein, zwei coole Ideen. Die zweite erzähle ich dann, wenn ich auf der Seite angekommen bin. Team Affinitätsbonus zu Deutsch oder das waren jetzt meine Worte, einen Buff-Bonus für Legenden, die sich in einem Squad zum Beispiel gut verstehen. Caustic und Watson zum Beispiel sind Best Friends oder ich glaube Lifeline und Pathfinder, ich bin nicht ganz konform mit den ganzen Best Buddy-Geschichten, dass wenn die vielleicht in einem Squad zusammen sind, dass es irgendeinen kleinen Buff gibt, was weiß ich, das ist jetzt eine Idee von mir, 5%, 10% schnellere Heilung oder 5% schnellere Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Schaden austeilen und so weiter, sowas in der Art. Und hier würde ich sagen, würde ich natürlich auch das Negativbeispiel, ein Debuff oder Mini-Nerf, keine Ahnung, auch ganz cool finden, wie zum Beispiel Bloodhound und Pathfinder, die können sich ja gar nicht ab. Wenn die eben nicht voneinander können in einer Lobby, na, gibt es einen Debuff, vielleicht bewegen sie sich einfach langsamer, machen weniger Schaden oder keine Ahnung, oder sie kassieren weniger Schaden und sind schneller down, irgend sowas. Finde ich eine richtig coole Idee, auf die ich so überhaupt gar nicht gekommen bin. Und zeitgleich würde ich dazu noch sagen, eben weil viele sich untereinander ja leiden können oder auch nicht, und gerade dieses auch nicht wie Pathfinder und Bloodhound, dass die sich vielleicht in den Games auch mal so ein paar dreckige Sprüche vor den Latz hauen, dass die einfach sagen, ey du kleiner Penis war jetzt falsch, das gehört hier nicht her, heute als Beispiel, dass die sich irgendwie gegenseitig runterhauen mit irgendwelchen Sprüchen. Das würde die ganze Geschichte ein bisschen lustiger machen, würde ich auf jeden Fall als Gimmick, auch wenn es das Spiel nicht besser macht, auf jeden Fall absolut feiern. So, was habe ich noch?
Nee, ich stelle gerade fest, dieser Team-Affinitätsbonus kam von Reversed Skill. Sorry dafür, der wird aber auch zweimal genannt. Und zwar Gene Drug Stories hatte die Idee, einen Trainingsmodus erweitern. Ich glaube, er hat geschrieben auf der Map, dass man vielleicht einen Trainingsmodus auf der Map öffnen könnte, dass du quasi einfach mal mit deinem Squad auf der Map landest, die Map vielleicht als Anfänger auch erkunden kannst. Einfach mal die ganzen Orte ein bisschen genauer kennenlernen kannst, die Waffen vielleicht auf Distanz ein bisschen üben kannst, vielleicht auch ein paar Bots. Das wäre noch eine Idee von mir zusätzlich, dass man vielleicht eine Bot-Lobby auf dem Kings Canyon starten könnte und einfach mal auch die Schwierigkeit des Bots einstellen könnte. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wie aus dem Grand Soiree Event der Dummy-Modus, dass da vielleicht 50 Dummies rumspringen, die natürlich nicht absolut hohl in der Birne sind, die auch ein gewisses Skill-Level haben, das man vielleicht sogar einstellen könnte und vielleicht nicht unbedingt zurückschießen, aber wenigstens so, dass sie sich ein bisschen movementmäßig bewegen und dass man ein bisschen das Aiming trainieren kann und so weiter. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Idee. Und dann hatte er noch eine Idee und zwar einen Kinomodus. Und da schreibt er auch explizit drunter, gerade für die Creator, zum Beispiel mich als YouTuber, finde ich das eine absolut starke Idee. Wer nicht weiß, was mit dem Kinomodus gemeint ist, den gab es auch in Call of Duty Teilen schon. Du hast vielleicht die Traumrunde deines Lebens gemacht, vielleicht eine 20 Bomb. Möchtest du die Runde nochmal angucken, speicherst dir die. Und dann wechselst du in den Kinomodus und kannst dir diese Runde in sämtlichen Perspektiven nochmal angucken. Hast du Bock auf eine Vogelperspektive, sodass du vielleicht die Entfernung der Gunfights ein bisschen genauer von oben betrachten kannst? Oder zoomst einfach von hinten extrem weit in die Third-Person-Perspektive oder die Sicht aus dem Gegner und so weiter. Und da könntest du absolut geile Kill-Combinations oder auch Runden hochladen als Best-of oder so. Starke Idee. Danke für diese Idee. Das ist einer der kreativsten Ideen, wie ich finde, überhaupt. Auch wenn es jetzt das Spiel nicht unbedingt Gameplay-lastig besser macht. So, was haben wir noch? Allgemein mehr Abwechslung durch feste Modi, zum Beispiel Grand Soiree. Da spreche ich nochmal den Modus mit den Dummies an. Den fand ich zum Beispiel sehr geil. Keiner hatte irgendwelche Fähigkeiten, Vorteile, hatte eine große Hitbox oder eine kleine Hitbox, hatte keinen Geschwindigkeitsvorteil. Und dadurch war es einfach mal auf... Zumindest auf die Hitbox auch gesehen, konnte man sich mal mit den Gegnern messen, ohne dass sie einfach gewisse Fähigkeiten haben durch die Legende, die du sonst nicht hattest. Coole Idee. Weil wir jetzt einmal bei einem anderen Spielmodi sind, greife ich jetzt mal auf die Idee von The Space Cat Show zurück. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung seinen Kanal. Das ist ein YouTube-Kollege, der auch viel Apex Legends Stuff macht. Die meisten werden ihn kennen. Wer ihn nicht kennt, ist selber schuld, sage ich einfach mal. Schaut da vorbei, lasst dem Abo da. Es lohnt sich wirklich. Wir unterstützen uns immer mal so ein bisschen gegenseitig. Sind auch regelmäßig in Kontakt und tauschen uns mit Apex Legends aus. Er hatte eine coole Idee. Ich verändere sie ein Stück weit, aber das Prinzip ist dasselbe. Er nannte zum Beispiel vielleicht so eine Art Team-Deathmatch-Modus, zum Beispiel auf einem abgesteckten kleineren Bereich, auf dem Octane Ring of Fire auf dem Kings Canyon. Dieser kleine abgesperrte Bereich, 3-4 Teams gegeneinander ballern sich runter, bis der letzte übrig bleibt. Und hier schmücke ich es einfach mit meinen Worten aus wie in Call of Duty, vielleicht sogar ein Team Deathmatch. Wenn du tot bist, wirst du gespawnt und kannst gleich weitermachen. Und dann gibt es vielleicht wie in COD zum Schluss eine Auflistung, wer hat die meisten Kills, die meisten Assists, wer ist am meisten gestorben und so weiter. Das als festen Party-Modus. Einfach mal ein bisschen Abwechslung, wenn du mal keinen Bock hast auf diese riesen Map und findest aber Apex Legends einfach geil, auch wenn es ein Battle Royale ist, dann weichst du einfach mal für ein paar Stunden auf einen kleinen Modus aus, der immer da ist. Und wir müssen nicht jedes Mal Monate oder wochenlang auf ein Event warten, was entweder scheiße ist oder, keine Ahnung, nur zu kurz da ist. Grand Soiree, 7 verschiedene Modi alle 2 Tage, kam ein neuer. Und der Modus, der gerade geil war, den konntest du nur 2 Tage spielen, dann war es wieder vorbei. Das als richtig, richtig coole Idee von der Space Cat Show. Was haben wir noch? Viele haben den Solo-Modus genannt. Ich kann euch sagen, darüber hat sich Respawn selber schon mal geäußert. Ist gar nicht so lange her, auf jeden Fall keine 2 Monate. Wir können davon ausgehen, dass ein Solo-Modus so schnell nicht, zumindest nicht fest ins Spiel findet. Weil es einen negativen Einfluss auf das Spiel haben sollte wohl.
A, ist es ein legendenlastiges oder fähigkeitenbasierendes Spiel, was auf Team-Play ausgelegt ist. Ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Ausrede. Ich würde den Solo-Modus tatsächlich trotzdem feiern. Ich finde es aber jetzt nicht schlimm, dass er noch nicht da ist. Aber ich denke, in irgendeinem Event wird der Solo-Modus definitiv wiederkommen. Und es ist auch, denke ich, eine Frage der Zeit, bis er irgendwann ein fester Bestandteil ist. Dann würde ich es zum Beispiel ganz, ganz cool finden, die Ego-Spieler, die wir sehr, sehr häufig haben. Wir kennen das, wir spielen mit Randoms. Ich würde es mir wünschen, dass man Randoms melden kann, wenn sie zum Volkssport lieben, übergehen. Die sind gedownt, sind nicht in deiner Nähe oder sie sind vielleicht in deiner Nähe, wurden gedownt und lieben sofort das Match. Du hast die Möglichkeit, weil du in der Nähe bist, sie zu reviven. Sie quitten trotzdem. Was soll die Scheiße? Und deswegen würde ich es geil finden, wenn man das endlich melden kann. Es ist so ein Volkssport geworden, das macht einfach keinen Spaß. Und hier sage ich auch nochmal meine Meinung. Ich Rage quitte zum Beispiel auch mal, aber nur unter der Prämisse, wenn ich zwar wiedergeholt werden kann, aber ich weiß, ich kann ja meinen Mates zuschauen, sie nicht mal ansatzweise so tun würden, als würden sie mich wiederholen. Mir fehlen jetzt die Worte dafür. Wisst, was ich meine? Auf jeden Fall wäre das eine geile Sache. Als nächstes wünschen sich auch viele, würde ich auch begrüßen, mal in der Season mehr als eine Legende. Vielleicht eine Legende zum Start einer neuen Season und dann zum Split, also quasi zur Hälfte einer Season, eine zweite Legende, dass wir nicht so lange warten müssen. Ich versuche auch, oder ich hänge schon lange daran, ich möchte mal noch ein Video machen über zukünftige Legenden, die noch kommen sollen, habe ich schon mal vor, ich glaube, in einem halben, dreiviertel Jahr gemacht. Da hat sich einiges an der Liste geändert. An neuen Legenden, anderen Fähigkeiten und so weiter. Das einfach nur mal by the way, aber es wäre geil, einfach mal zwei Legenden in einer Season zu bekommen. Einfach für die Abwechslung, damit wir nicht immer 3 Monate warten müssen, bis was Größeres Neues passiert. Also immer 1,5 Monate uns füttern, wäre schon geil. Das Erbstücksystem im Allgemeinen ist eine coole Sache. Fällt mir jetzt einfach mal als Idee noch ein, hat auch mal einer bemängelt, wenn man ein Erbstück schon zieht oder gezogen hat, zum Beispiel ich das Lifeline-Erbstück, bevor die Splitter ins Spiel kamen, dass man das vielleicht einschmelzen könnte, man hat dann die Splitter und könnte sich vielleicht das Erbstück seiner Wahl dann zusammenstellen. Das habe ich jetzt einfach mal mit reingeschmissen. Eigentlich der Wunsch eher, die Wahrscheinlichkeit eines Erbstückes bzw. die Erbstücksplitter zu ziehen, einfach zu erhöhen. Würde ich auch begrüßen. Es gibt viele, die nehmen auch gerne mal ein bisschen Geld in der Hand. Davon lebt das Spiel nun mal. Warum sollte man die Leute nicht auch belohnen, dass sie vielleicht die Chance haben, auch mal ein Erbstück schneller zu ziehen als 1 zu 500. Finde ich eine Idee, die nicht schlecht ist. Als nächstes eine sehr geile Idee, und zwar eine EMP-Granate, um Geräte wie zum Beispiel einen Watson-Zaun, Watson-Mast unschädlich zu machen für ein paar Sekunden oder komplett zerstören. Keine Ahnung. Oder vielleicht eine Krypto-Drohne, eine Lifeline-Drohne in einem bestimmten Detonationsradius, eine EMP-Granate. Geile Idee, wäre ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht drauf gekommen. Gibt es, glaube ich, fast in jedem Shooter so eine EMP-Granate. So, was habe ich hier noch? Pathfinder und Revenant sollen... Achso, das habe ich geschrieben für mich. Ich würde es cool finden, wenn der Pathfinder und der Revenant keinen Schaden durch das Gas vom Caustic bekommen. Warum bekommen die Schaden? Das sind Maschinen, die haben keine Lunge. Das finde ich nur logisch. Natürlich hätten die beiden Legenden dann einen mega Vorteil, weil sehr, sehr viele Caustic spielen. Aber vielleicht ist das so eine gewisse, weil sich auch viele eine Konterlegende für Caustic wünschen, wäre das eine Art Konterlegende. A, der Revenant sowieso mit seiner Silence-Fähigkeit, wenn man den erstmal trifft, aber natürlich, wenn die Fallen schon aufgestellt sind, nützt auch der Silencer nicht wirklich viel, außer dass er seine Ulti 20 Sekunden nicht schmeißen kann. Deswegen würde ich die Idee als Umsetzung richtig, richtig cool finden, auch wenn es vielleicht ein bisschen nach hinten losgehen könnte. Weiß der Geier. So, stabile Server. Naja, gut, habe ich mir aufgeschrieben. Wünschen sich viele. Wir wünschen es uns alle. Jeder ist davon über kurz oder lang öfter und auch länger von betroffen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Je mehr dazu kommt, desto mehr Bugs. Es kommt meistens eine neue Season und so viele Neuerungen, wie es gibt, um genau so viel Anzahl an Neuerungen kommen auch neue Bugs dazu. Dann wünschen sich sehr, sehr viele, inklusive mir, dass die Map-Rotation wegfällt und wir die Karte frei wählen können. Würde ich auch geil finden, aber hier betone ich auch nochmal, habe ich schon öfter erwähnt, ich kann verstehen, warum die Map-Rotation da ist. Ich würde sagen, 70% der alteingesessenen Apex Legends Spieler, die von Anfang an da sind,
zocken lieber auf dem Kings Canyon und so geht's auch mir. Und deswegen hat das Respawn eingeführt, damit eben der World's Edge nicht als Idioten-Map dasteht und einfach vielleicht von 30% der Leute am liebsten gespielt wird. Kann ich völlig verstehen. Die geben sich ja auch Mühe mit Map-Änderungen und die stecken da so viel Zeit rein und dann wird die Map so wenig gespielt. Von daher glaube ich nicht, dass das kommt. Ich würde es aber trotzdem sehr, sehr geil finden. Vor allen Dingen erinnert euch jetzt die 6 Phasen der Ingame-Teaser. Wenn du jetzt gerade Bock hattest, wie ich, ein Video darüber aufzunehmen und den Teaser zu suchen, du startest deine PlayStation und siehst, fuck, jetzt hast du eine 1,5 Stunden Kings Canyon, jetzt willst du aber eigentlich mal auf dem World's Edge spielen, war das nicht möglich, ist dann eben kacke. Also, vielleicht kommt es ja doch noch. Dann eine Idee, die ich interessant finde, die aber mit Sicherheit niemals kommen wird. Eine Idee aus Call of Duty, aus dem Warzone Battle Royale, und zwar das Gulag-System. Wem das nicht sagt, ihr geht drauf, in dem Moment können euch eure Mates nicht holen, weil ihr schon komplett gedownwordet. Ihr habt quasi, ja, oder das Banner wurde nicht geholt und ihr kommt in so eine Art Gefängnis und dort macht ihr ein 1 gegen 1 gegen eine feindliche Legende, die ebenfalls draufgegangen ist, und wenn ihr dieses 1 gegen 1 gewinnt, respawnt ihr bei euren Teammates. Ich finde es eine geile Idee. Ich finde, es muss aber nicht umgesetzt werden, weil das Apex oder beziehungsweise Respawn hatte viele eigene Ideen, die auch zum Beispiel Fortnite abgeguckt haben, wie das Ping-System wurde von vielen, vielen Battle Royals gefeiert und auch abgeguckt. Ich glaube nicht, dass das Gulag-System kommen wird. Wäre aber auch eine Option, die ich nicht schlecht finden würde. Gerade wenn du mit Randoms spielst, die eben dieses, ständige Volkssportliven machen, so haben sie vielleicht die Möglichkeit, wenn sie keine Geduld haben, sich selber zu respawnen. So, dann eine auch sehr, sehr coole Idee, dass man das Caustic-Gas eines Teammates andersfarbig erkennt. Das heißt, eine Falle löst aus und du erkennst, ob es das eigene ist aus dem eigenen Team oder eben nicht. Und genauso erwähne ich das, weil beim Gibby-Schild sieht man auch von der Ferne, ist es eine Gibby-Bubble oder ein Gibby-Schild. Von der Ferne erkennst du immer, ob es blau oder orange ist. Und genauso wäre es cool, wenn man das zum Beispiel mit dem Gas oder auch mit dem Bangalore-Rauch hätte. Dass man das vielleicht farblich ein bisschen anders gestaltet, um taktisch anders vorzugehen. Auch beim Airstrike weiß ich zwar noch nicht, wie man das umsetzen könnte, aber dass man bei beiden Airstrikes von Bangalore und von Gibby die Möglichkeit hat, vorher zu erkennen, wenn es einfach zu laut ist und man vielleicht die Callouts der Mates nicht hört, dass man merkt, es ist ein feindlicher oder ein befreundeter Airstrike und entweder bleibe ich dann in dem Airstrike und werde nur verlangsamt oder ich gehe drauf. Auch eine coole Idee. Dann zählt eigentlich mit, und das muss ich vorab sagen, ich bin die ganzen Ideen von euch einfach chronologisch durchgegangen. Ich habe jetzt hier kein vernünftiges System gemacht. Ich habe es einfach so mir aufgeschrieben, wie ich es gelesen habe. Deswegen könnte sich ein bisschen was von der Idee her doppeln. Und zwar Nerfs und Buffs habe ich schon erwähnt. Viele wünschen sich aber einen Havoc und einen Elster-Nerf. Kann ich nur bestätigen. Bei der Havoc weiß ich, dass sie definitiv genervt wird. Wurde von Respawn schon bestätigt. Und bei der Elster würde ich mir tatsächlich, auch wenn ich sie gerne spiele, wünschen, wenn es wieder eine goldene Airdrop-Waffe wird, weil sie einfach zu heftig ist. Dann wäre es auch eine sehr coole Änderung. Mega Idee, Waffenstats. Dass man vielleicht die Waffe seiner Wahl, R99 zum Beispiel, seht ihr euch an und dann seht ihr Statistiken, wie viele Gegner habt ihr mit der Waffe getötet. Ich glaube aktuell, bin ich jetzt ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, gibt es die Statistik? Ich glaube nicht. So genau gucke ich da immer nicht rein. Und dazu noch die Idee inklusive, die hat Flip genannt. Danke für die Idee, die finde ich nämlich auch sehr geil. Plaketten. Wie im Call of Duty Style für deine Waffe. Das heißt, du hast eine Plakette für deine Kills zum Beispiel an deiner Waffe. Wenn du die Waffe quasi in der Hand hältst während des Fights, hast du so eine kleine Plakette, auf die du drauf sehen kannst, digital eingefügt, wo deine Kills mit der Waffe schon draufstehen. Gibt es nämlich in Call of Duty, in Black Ops 3 gab es das. Ich weiß nicht, ob es auch andere Teile gab. Und da würde ich das doch geil finden, wenn da einfach mal eine fette 1000 Kill-Zahl draufsteht und so weiter. Keine Ahnung. Eine richtig coole Idee. Danke für diese. Dann noch eine Idee von mir, die ich ganz cool finden würde, wo ich gehört habe, dass das vielleicht sogar umgesetzt wird, ist aber schon sehr lange her. Eine Option, dass man vielleicht aus 4 Schildzellen eine Schildbatterie erzeugen kann mit einem speziellen Item oder aus 4 kleinen Spritzen ein großes Medikit, würde ich auch nicht schlecht finden, muss natürlich nicht sein. Jetzt komme ich zu 5
Ideen von meinem Kanalmitglied. Robert zockt, eigentlich auch schon ein kleiner Stammmate geworden, mit dem ich sehr, sehr gerne zocke. Der hat 5 Ideen rausgehauen, die ich eigentlich richtig cool finde. Die haben auf jeden Fall auch Platz gefunden. Neue Badges im Allgemeinen. Zum Beispiel so ein paar Herausforderungs-Badges wie 10 Kills in einer Runde, zum Beispiel mit einer Mosambik. Wer macht das schon? Finde ich eine coole Idee. Ich füge hier noch hinzu, vielleicht für die Leute, die nicht in der Lage sind, eine 20-Bomb zu schaffen, so wie ich. Ich weiß, dass ich die wahrscheinlich nur durch Glück mal erreiche, wenn überhaupt. Eine 10- oder 15-Kill-Badge würde ich zum Beispiel auch gar nicht so schlecht finden. Und allgemein noch ein paar Herausforderungs-Badges. So, was hat er noch? Matchmaking, wenn ich mit Randoms... Ach ja, das ist auch eine geile Idee von Robert. Matchmaking, wenn du mit Randoms in einer Lobby landest, dann soll es gefälligst auch so sein, dass deine Gegner alle nur mit Randoms spielen. Finde ich eine coole Idee, ist auf jeden Fall irgendwo geiler, als wenn du ein festes Squad hast und hast da vielleicht deine Predator Peoples und du machst halt nur die Randoms platt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, ist sicherlich auch umsetzbar. Und dann kommt eine weitere Idee von Robert, die sehr, sehr stark ist. Wir kennen es ja alle, du landest und lootest ein Gebäude nach dem anderen und findest verdammt nochmal keine Waffe. Dir kommt ein Gegner entgegen, am liebsten schon mit einem goldenen Körperschild und der Waffe des Jahrtausends und du wirst sofort runtergebumst. Deswegen die Idee von Robert, wenn du noch keine Waffe im Inventar hast, selbst wenn du eine weggesteckt hast, also im Inventar, logisch, dann soll doch die erste Lootbox, die du öffnest, bitte eine Waffe auch beinhalten, damit du dich sofort wehren kannst. Ich bin auch gegen die Idee, wie im aktuellen Event, dass wir mit einer P2020 und einem Schild starten. Bin ich absolut dagegen. Deswegen die erste Box mit einer Waffe, egal was für eine Waffe, würde ich sehr, sehr feiern. Dann auch noch eine geile Idee von Robert. Am Ende einer Runde, dass man eine Statistik sieht, wen man denn so platt gemacht hat. Es könnte ja sein, dass wir vielleicht den absoluten Predator-Spieler mit 1.500 Millionen Kills gemacht haben. Einfach fürs eigene Ego, um sich selbst ein bisschen zu pushen und zu sagen, Alter, ich habe den Predator sowas von platt gemacht. Oder du hast den Champion Squad gekillt und hast es vielleicht gar nicht mitgerafft. Siehst dann nochmal den Namen, vielleicht auch mit wie viel Schadenspunkten und keine Ahnung. Vielleicht sieht man sogar, wie viele Kills der vorher schon gemacht hat, dass du sagst, oh, der war richtig gut unterwegs, den habe ich seine Runde so richtig versaut. Geile Idee. Absolut. Was haben wir noch? Das ist auch eine Änderung, die würde ich begrüßen tatsächlich. Ich gebe zu, natürlich spielen nicht viele mit einem Scuff, wo du hier deine Pezzels hast. Du kannst aimen, zocken, du kannst springen, du musst dabei den Aim nicht außer Acht lassen. Du kannst quasi weiter auf den Gegner aimen, kannst dabei springen, musst nicht die X- oder die Sprungtaste betätigen. Und dann erst wieder auf den Analogstick, auf was will ich hinaus oder auf was will Robert hinaus? Die Waffengenauigkeit sollte, wenn man eben sich viel bewegt oder rumspringt, sollte die Waffengenauigkeit sogar rapide abnehmen. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich hier 2-3 Meter hochspringe, übertrieben gesagt, und mal hin und her strife, dass trotzdem die Waffengenauigkeit, wenn ich das Aim habe, so extrem genau ist, als würde ich mich gar nicht bewegen. Deswegen eine Änderung, die ich auch sehr, sehr begrüßen würde. Jetzt gehe ich erstmal auf Old McMorris Idee ein, bevor ich die hier komplett vergesse. Auch ein YouTube-Kollege, kenne einige von euch, mit dem ich auch ab und zu zocke. Der hat auch einen Kanal, verlinke ich euch. Schaltet da auch mal ein, der lädt Gameplays hoch, die sehr, sehr gut sind. Auf der Konsole, der hatte die Idee, dass wir, wenn wir ins Trainingsgelände gehen, kann man ja durch ein Easter Egg die Bots aktivieren. Er ist dafür, dass man die Bots aktivieren kann mit einem Tastendruck und nicht ewig erstmal diesen Mechanismus aktivieren muss. Und dass man eben die Bots, habe ich in so einer ähnlichen Form mit der Bot-Lobby für Kings Canyon zum Beispiel als Trainingsmodus auch schon mal ein bisschen erwähnt, aber dass man vielleicht im Trainingsmodus sämtliche Waffen an den Ständern einfach mal ausprobieren kann und die Bots mit einem Schwierigkeitsgrad entweder versehen kann oder dass der Bot, und so hat es Old McMorris gesagt, dass sie vielleicht das Skill-Level deines Ranks haben. Wenn du zum Beispiel Predator oder Diamantspieler bist, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht in dem Trainingsmodus aufhalten, gehe ich mal von aus. Aber dass dann vielleicht die Bots dasselbe Skill-Level haben. Sie haben ein absolutes Movement, wehren sich mit den Waffen vernünftig. Ist eine absolut geile Idee. Oder eben ein bisschen umgewandelt, dass du einfach sagst, pass auf, du machst halt einen Schwierigkeitsgrad von klein bis Predator und dann sind die eben so krass, dass du einfach nicht dein Skill-Level deinem Ranked ausgehst, sondern dass du einen Tastdruck
einstellst und dann ist der eben krass oder eben nicht krass. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. So, das waren die Ideen von Mates, YouTube-Kollegen und so weiter. Jetzt geht es wieder weiter mit euren Ideen. Mehr Limited Time Modes, also mehr Events, mehr Modes im Allgemeinen für die Abwechslung. Und da sind sich viele einig. Ich habe auch mit Space Cat drüber gesprochen. Die letzten beiden Events, wie das Bloodhound Event rund um den Spot mit dem Prolon, war meiner oder unserer oder vieler Meinung absolute Asche. Absolut undurchdacht, unkreativ und überhaupt nicht spannend. Eigentlich war es nur ein Event. Du kannst ja immer noch die Prowler rufen, du kannst sie immer noch platt machen. Das Event war einfach nur Geld ausgeben und Skins bekommen. Ganz ehrlich, sorry, das ist absoluter Schmutz gewesen. Und das Event davor war genauso Rotze einfach. Man kann es gar nicht, scheiße, kann man nun mal nicht schön mit einer Schleife umbinden und es ist toll. Die letzten Events waren Asche. Mehr Kreativität bitte von Respawn und von mir aus auch öfter. Und da einfach nochmal im Anschluss einfach einen festen Party-Modus, wo man einfach mal sich ein bisschen auslassen kann, wenn es gerade gegen die krassen Schwitzer-Lobbys nicht läuft. Einfach einen Party-Modus, wo du einfach sinnlos drauf einhämmerst, ohne groß nachzudenken. Das wäre geil. Dann kam auch die Idee, die nur einmal genannt wurde, aber früher schon mal erwähnt, Fahrzeuge. Ich kann ehrlich gesagt darauf verzichten, aber sollte vielleicht mal, weil das ist auch eine Idee, eine neue Map kommen, was ich denke, Season 6, Season 7 allerfrühestens, wenn die mal noch größer als der World's Edge wird und es eben keine Jump Tower gibt, dann wären Fahrzeuge vielleicht eine coole Alternative. Ich zum Beispiel, oder früher gab es die Idee schon, warum kann man auf dem Kings Canyon nicht auf den Drachen reiten? Übrigens, weil ich die Drachen gerade erwähne, fällt mir gerade ein, es wurde schon vor vielen, vielen Monaten mal verschiedene Drachenarten geleakt, andere Farben, anders böse, die dich vielleicht auch während eures Fights angreifen. Hab aber lange nichts drüber gehört, deswegen habe ich es nicht wieder erwähnt. Dann haben wir als nächstes eine coole Idee, ein Account-Transfer. Du spielst auf der PlayStation oder auf der Xbox. Es gibt viele Leute, die würden gerne mal mit mir zocken als Kanalmitglied und sagen, scheiße, ich spiele auf der Xbox, blöd. Dass du vielleicht dir irgendwann eine PlayStation zulegst oder auf dem PC von mir aus und dass du deinen Account transferieren kannst. Wenn du nämlich irgendwann sagst, ich spiele PlayStation, will jetzt Xbox zocken, weil es einfach geil ist, weil meine ganzen Freunde auf Xbox zocken. Und du hast vielleicht, so wie ich zum Beispiel, schon eine Menge Holz dagelassen für Packs, Events, Skins und so weiter, dann ist es nur traurig, jetzt alles von null anzufangen. Und deswegen finde ich das auch eine coole Idee, wenn das umgesetzt wird, auch wenn ich nicht glaube, dass das kommt. So, auch eine sehr, sehr coole Idee. Waffen sollte man pingen können. Hier habe ich nämlich noch eine Zahl dran gemacht. Das war die Idee von Reverse Skills. Eine absolut coole Idee. Wenn ich noch keine Waffe habe, auch selbst wenn ich eine Waffe habe, mit der ich mich verteidigen kann, warum kann ich nicht vielleicht durch irgendeine Liste scrollen, eine Waffenliste, wo ich sage, ich möchte jetzt die Flatline, wenn du sie findest, ping sie mir bitte an. Wenn du mit Randoms spielst, ist das eine Möglichkeit, deinen Randoms zu sagen, hier, ping mir bitte die Waffe, wenn du sie findest. Würde ich eine coole Sache finden. Und im gleichen Atemzug kam noch die Idee, gegnerische Legenden pingen. Es ist zwar schwer, wenn du auf einen Gunfight von 200 Metern oder du hast vielleicht den Gunfight noch gar nicht begonnen und siehst in 200 Metern Entfernung, den Gegner erstmal so haargenau beim Pingen zu treffen. Mir fällt es ja beim Looten schon schwer, eine Waffe zu pingen. Meistens ping ich dann daneben und sage hier entlang und treffe die Waffe nicht mehr. Es könnte schwierig sein, auf 200 Meter Entfernung eine Legende so zu pingen, dass du deinem Teammate mit dem Ping sagst, Achtung, da hinten läuft ein Octane, damit ihr taktisch schon mal wisst, ein Octane oder ein Revenant, okay, wir müssen mal gucken, wie wir den vielleicht pushen könnten, ohne dass wir vor den Latz kriegen. Oder ein Gibi, dass er euch einen Airstrike vor den Latz haut. Das als Theorie, einfach für die Taktik. Finde ich das eine coole Idee, wenn man Legenden pingen könnte. Dann haben wir Eventshop. Eventshop einfach billiger gestalten. Würde ich cool finden. Nicht nur Eventshop, sondern den Shop allgemein. Ich finde es, natürlich ist es jedem selbst überlassen, ob ich 18 Euro für einen goldenen Skin ausgebe. Ich mache das hin und wieder. Ich habe das jetzt deutlich reduziert, weil es doch ins Geld geht. Es wäre doch geil, auch gerade für die Event-Skins, die eben einzigartig sind, obwohl wir im letzten Bloodhound-Event gemerkt haben, es kamen einfach Skins, die nicht mehr so exklusiv sind, wie sie mal waren, weil es eigentlich hieß, Event-exklusive Skins kommen nie wieder. Das war für mich nur Recycling, was ich sehr, sehr schwach fand. Um aufs Thema zurückzukommen, einfach günstigere Packs.
das Halloween-Event oder viele andere Collection-Events, 7 Euro pro Pack. Was soll das? Also 3 Euro würde ich sagen oder 3,50 Euro der Hälfte würde ich noch okay finden. Oder eben statt 18 Euro 10 Euro für so einen legendären Skin. Wenn es der Skin sein soll, dann bitte ein bisschen günstiger. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, es ist keine Pflicht, es ist alles kosmetisch, es macht euch nicht besser. Aber es gibt tatsächlich Waffenskins. Zum Beispiel mein Stammwaffenskin von der R99, der hat von Haus aus ein ganz anderes Visier und dadurch aimst du viel besser auf die Gegner. Und da hat schon mal irgendein amerikanischer YouTuber geschrieben, ist es ein Pay-to-Win-Skin? Könnte man meinen. Es gibt wenig Skins, die dir einen Vorteil beim Aim verschaffen tatsächlich, aber es gibt sie. Und deswegen sollte doch jeder die Möglichkeit haben, oder die Leute, die noch nicht genug Geld verdienen, einfach mal auch mal einen Fünfer zu investieren und ein bisschen belohnt werden, würde ich persönlich ganz geil finden. Ranked im Duo-Modus, geile Idee, würde ich auch bevorzugen, wenn ich mal Bock auf Ranked habe, aber gerade keinen dritten Mate habe. Warum nicht im Duo-Modus? Coole Idee. Battle Pass im Allgemeinen verbessern, auch logisch. Ich muss sagen, die letzten Battle Pässe waren allesamt nicht so geil. Und da bemängle ich noch immer, du holst dir den Battle Pass, dann hast am Anfang vielleicht, was hatten wir denn jetzt im Battle Pass Season 4? Das war der R99-Skin, oder? Der sah mega geil aus. Und dann hast du irgendwann ab Level 70, das ist jetzt nur eine Theorie, ich weiß, dass es beim Spitfire Battle Pass Season 3 war, glaube ich, da kam ein ultra geiler Spitfire-Skin, dieser mit diesen Zähnen. Gleich am Anfang, du kaufst den Battle Pass und die meisten von euch kannten durch ein Video von mir diesen Skin schon. Und dann war die Season 3 da, du hast den Battle Pass geöffnet und hast den gleich am Anfang bekommen. Ey, das fand ich absolut schmutzig, ich möchte mir den doch erkämpfen. Und dann hast du ab Level 70, auf was ich hinaus wollte, einen seltenen Spitfire-Skin nochmal gekriegt, wo ich mir dachte, ich habe mir den Battle Pass gekauft, habe einen mega legendären Skin bekommen. Jetzt kriege ich ab Level 70, weil ich den so lange grinde, so einen Scheiß-Skin. Mehr Kreativität für seltene oder legendäre Skins oder einfach mehr legendären Stuff. Das ist das, was die Leute sich wünschen. Es gibt doch genug Free-to-Play-Spieler, aber belohnt doch die, die auch einfach mal noch einen Zehner für den Battle Pass ausgeben. Aber ich finde auch, die Leute, die eben kein Geld investieren, sollten hier, ist hier in der Liste gar nicht aufgeführt, auch die Leute, die nichts bezahlen sollten, mehr belohnt werden mit Packs, würde ich zum Beispiel geiler finden. So, Soundprobleme. Auch ganz oft genannt, die berühmten Steps, die ich ganz, ganz häufig gar nicht höre oder erst dann höre, wenn sie eigentlich schon hinter mir stehen, würde ich cool finden. Auch wenn ein Pathfinder 50 Meter hinter mir steht und da angeheizt kommt, dann sollte ich den bitte hören, weil es ist verdammt nochmal eine Maschine, der nicht lautlos sich bewegen kann. Dann gab es noch eine Idee von seinem Namen. War, verdammt, ich habe ihn hier nicht. Ach, nochmal Gene Drug Stories. Den muss ich einfach nochmal erwähnen, weil es einfach eine coole Idee war, die ich sehr geil finde. Die werdet ihr alle hundertprozentig mega, mega feiern. Wenn ich gerade mit einem Random spiele oder natürlich auch meine eigenen Mates, um sie ein bisschen zu foppen oder zu ärgern. Ich würde es cool finden, wenn man einem Mate einen Spruch vor den Kopf kloppen kann. Du wirst gerespawnt von einem Mate oder du bist gerade down gegangen. Er holt dir dein Respawn-Beacon. Und er lootet aber deine Box komplett leer. Dann möchte ich bitte dem Typen, während er meine Lootbox sagen kann, ey, du verdammter Dreckspisser, Finger weg von meiner Box. Also er hat A.Loch geschrieben. Ich schmück's mit meinen Worten ein bisschen aus. Wäre das nicht eine richtig lustige Änderung, wenn ich meine Mates anhauen kann und sagen, hast du einen Arsch offen? Finger weg. Eine coole Idee. Kann man vielleicht auch in anderen Situationen nochmal nutzen, um an den Leuten einfach klarzumachen, vielleicht, es gibt vielleicht auch dumme Leute, die einfach nicht gerafft haben, dass es deine Box war. Aber es gibt auch genug dumme Leute, die wissen, was sie da gerade tun. Deswegen ist das eine richtig coole Änderung, die ich begrüßen würde. Was habe ich noch? Ach so, die Kompletteinsicht in das Teammate-Inventar. Dass ich ins Inventar gehe und vielleicht irgendwo ganz klein sehe, was die Leute im Inventar tragen. Wie viel Munition, wenn einer... Du pingst vielleicht eine Munitionsart, die du brauchst. Und es passiert partout nichts, dass du vielleicht ins Menü gehst. Siehst, der hat 300 schwere Munition. Alter, jetzt lass doch verdammt nochmal was fallen. Dann spammst du den halt damit zu, bis er was fallen lässt. Und sollte vielleicht nicht so egoistisch draufgehen. Und da gleich nochmal eine Änderung, die ich cool finden würde, die ich jetzt spontan noch mit einfüge, habe ich auch schon mal vor vielen Monaten drüber gesprochen, dass man vielleicht unten links während des Gameplays, sehe ich ja, was hat der Gegner für eine Rüstung an? Blau, lila, hast du nicht gesehen.
Es ist genug Platz in diesem kleinen Namensgedöns. Warum sehe ich da nicht, was der für eine Rüstung, was der für einen Helm anhat und vielleicht noch was für ein Knockdown-Schild und einen Rucksack. Also Knockdown-Schild, Rucksack, das, was ich im Inventar sowieso bei den Gegnern auch einsehen kann. Ein kleines Logo, damit ich gar nicht erst im Inventar sehen, gucken kann. Dann spare ich mir vielleicht die nervige Pingerei dafür zusätzlich. Also da ist genug Platz, das kann geändert werden. Und davor, das habe ich glaube ich von einem Dreivierteljahr schon mal erwähnt, würde ich cool finden. Die Granatenreichweite, die Wurfweite ist hier speziell genannt. Würde ich cool finden, wenn die reduziert wird, weil das ist übermenschlich, wie weit die Legenden die Granaten werfen können. Würde ich nicht schlecht finden, mal abgesehen davon, dass wir schon so weniger Granaten jetzt mit uns tragen können, seit Season 4 oder seit dem Split, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Wäre es vielleicht ganz cool, wenn man doch noch ein bisschen näher ran muss oder auch der Gegner, wenn du mit Granaten zugespammt wirst. Gerade im Endfight wäre das vielleicht nicht schlecht. So, dann sollten allgemein, habe ich aber auch schon irgendwo durch die Blume erzählt, die Free-to-Play-Spieler sollten einfach belohnt werden, wenn sie Free-to-Play spielen, mit mehr Apex-Packs allgemein und auch wenn ein Event ist, wäre es doch mal cool. Es gab erst ein einziges Event, das war glaube ich das Halloween-Event, da konntest du dir zwei Halloween-Packs freischalten mit Herausforderungen und das gab es nie wieder in einem Collection-Event. Es wäre doch kein geil, von 24 Packs, die es gibt, oder 24 legendären und epischen Sachen, dass man wenigstens 6 Boxen oder 10 Boxen sich aus eigener Kraft freischalten könnte. Also da spricht doch sehr, sehr die Geldgeilheit von EA wahrscheinlich im Hintergrund. Das wäre eine Änderung, die ich sehr, sehr begrüße. Dann wäre es auch cool, wenn man mit den legendären Token, ich glaube, ich habe schon fast 200.000 legendäre Token mittlerweile, dass man mit den legendären Token vielleicht einfach mal ein bisschen mehr anfangen kann, als einfach nur ein Exklusivskin von einer legendären Variante, die du schon hast. Story. Ganz großer Punkt für mich, ich würde mich nach mehr Story sehen, vielleicht kommt das in Season 5, weil es da Quests geben wird und ich glaube, wir werden mehr Antworten auf allgemeine Sachen kriegen, aber im Allgemeinen mehr Story wäre ganz cool. Viele haben zum Beispiel auch die Idee, Apex macht so epische Trailer, mach doch einfach mal einen Kinofilm draus. Das soll übrigens auch von, habe ich bis heute nicht wieder was von gehört, wie hieß The Division 1 in New York City spielt, das zweiter Teil in Washington, da war eigentlich ein Film in der Mache, habe ich bis heute nicht gehört, ob der schon fertig ist, fertig war, die Schauspieler standen schon fest, aber so ein animierter, wie Stories from the Outlands, so ein Comic-Movie, wäre eine richtig coole Idee, also die Respawn hat so geile Ideen mit Trailern, Musik, alles, das ist so geil. Die Idee für einen Kinofilm würde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool finden. Gulag habe ich hier doppelt stehen, habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, ich bin tatsächlich nach 40 Minuten mit all euren Ideen durch. Wer bis jetzt durchgehalten hat, Respekt. Es sind wie gesagt eure Ideen. Es wäre nur geil, wenn ihr es bis zum Schluss geschaut habt. Sorry, dass ich nicht jeden Namen genannt habe. Es ist halt vieles sechsfach als Idee aufgetaucht. Da habe ich es einfach zusammengefasst. Ich würde mich wirklich über jeden Daumen nach oben für dieses Video freuen, gerade weil es auch eure Ideen sind. Vielleicht knacken wir die 600 Daumen nach oben Marke. Ich habe sie erst einmal mit einem Apex Video geknackt, vor kurzer Zeit erst. Vielleicht schaffen wir das nochmal, vielleicht sogar die 700er Marke. Lasst dem wie gesagt einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Infos gibt es zuhauf. Ich werde mich demnächst natürlich an sehr, sehr viele Season 5 Videos machen. Patch Note Video, ein Loba Video. Neues Waffenvideo, weil es wird eine neue Waffe geben und so weiter. Fühlt euch da auf jeden Fall mal überrascht, was da inhaltlich alles auf uns zukommt. Wir werden uns am Sonntag spätestens mit dem nächsten Livestream wiedersehen. Zwischen 11 und 12 Uhr geht es wie immer los. Ich denke, da werde ich wieder mit Schweini zocken, aber diesmal hat er nicht ganz so lange Zeit. Das war's jetzt von mir. Danke für eure Geduld. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.